Hallöchen, ihr Lieben da draußen. Und ein ganz recht herzliches Willkommen zu einem Abendvideo von mir. Ich habe das mal erwähnt, dass wir mal ein Abendvideo machen. Freitag oder Samstag, je nachdem. Und dass ich hier auch im Abendvideo nicht ganz so laut spreche. Wir stehen hier bei Golden Hill Valley in diesem wunderschönen Wald. Also allein schon dieser kleine Wald, es geht hier dann noch hoch, können wir gerne langreiten. Und da, das ist wirklich wunderschön gemacht. Jeder Baum hat eine andere Blätterfarbe. Ich finde, dass einer der schönsten Wälder hier ist. Genau. Ich denke mal, wir reiten einfach mal den Weg lang. Es ist jetzt kein typisches, ich starte ein Video, wir leveln und so. Nein, ich rede und ihr könnt mir zuhören. Ihr könnt ja am Ende des Videos gerne mal eure Meinung zu diesem Video hier hinterlassen. Ich möchte jetzt auch keine Entspannungsvideos machen oder so. Ich will mir einfach bei einem Abendvideo, was jetzt alle 2 Wochen kommt oder je nachdem, wie ich es zeitlich schaffe, freitags oder samstags, dass ich einfach mal abends entweder wie jetzt so ein Level-Talk mit euch mache, also einfach nur Talk, leveln tun wir jetzt nicht, oder wir machen in Level-Talk, dass ich rede und gleichzeitig so ein bisschen hier und da mal mein Pferd level. Ja. Und ich habe meinen grauen Araber, den ich mir auf dem Reitsport-Event geholt habe. Den reite ich jetzt zum ersten Mal. Das ist auch... Ich habe den gekauft und ich dachte, wenn das Reitsport-Event da ist, dann kaufst du dir dieses Pferd und reitest es sofort. Das war aber nicht der Fall. Ich war so, wie soll ich sagen, so hin und her gerissen von diesem ganzen Event, weil ich habe es ja noch nicht mitgemacht, dass ich das Pferd vollkommen vergessen habe. Ich habe mich natürlich auch passend dazu angezogen. Übrigens, die Mütze gibt es in... Jetzt müsste ich mal überlegen. Bei Aldins Platz, glaube ich. 9000, die habe ich Schillinge kostet die oder einfach nur irgendwie Starcoins. Ich weiß gar nicht, wie viele. Die Hose habe ich im Jorvik City Center gekauft, sowie auch die Stiefel. Das Oberteil gab es zum Reitsport-Event dieses Jahr. Mit einer Maske, die ich auch gekauft habe. Die Brille ist von dem... Jetzt muss ich noch gucken. Bulldogs-Brille. Ich muss sagen, das passt eigentlich sehr schön dazu, was sie anhat. Ich habe ja auch natürlich andere Haare gegeben. Denn ihr blonder Seitenschnitt hat nicht ganz so schön dazu gepasst. Und ja. Das muss doch farblich so ein bisschen zum Pferd passen. Ich hatte eigentlich erst vor, Marzipane rauszuholen. Es gibt dort auch zu dem Set, was mein Marzipan, mein Fjordi, was der oben hat, da gibt es auch ein Set für den Reiter. Aber ich wollte mir die Starcoins hier aufheben, wegen dem Charakter. So, hier will ich jetzt nicht runter. Ich denke, wir machen den Trimmer um. Der Wald ist doch schöner als der Strand. Ja, dann habe ich mir außer den... Also auf dem Reitsport-Event habe ich mir geholt den Rabicano-Araber hier. Stimmt, oder?
Heißt das nicht Rabecano? Ich weiß es nicht. Und dann habe ich mir noch das weiße englische Fallblut gekauft, was es nur dort in dem in der Musterung dort gibt. Also der ist ja nicht komplett weiß, der ist jetzt so ein bisschen hat ja ein paar Flecken oben. Und ja, ich habe mir das seltene orange gepunktete englische Fallblut dort gekauft, was es gab. Ich weiß nicht, was das für eine Farbe ist. So ein bisschen orange und weiß. Ich habe das Force ja zum ersten Mal gesehen und dachte ich, das musst du haben. Und ich bin ja so ein Fan von so ausgefallenen Fellfarben bei Pferden, überhaupt bei Tieren. Aber wenn das hier zum Beispiel Star Stable zu krass ist, zum Beispiel hier in Golden Hill Valley, gibt es ja unten auch die Trakena zu kaufen, ne? Und da gibt es ja auch eine roten, die wirklich so rot ist, als hätte man ihn mit einem Stift angemalt. Und das zum Beispiel gefällt mir überhaupt nicht. So, und ich habe ja mal erzählt, dass ich ein... oder ihr wisst es ja bereits, dass ich jetzt einen dritten Account habe. Und dieser und auf diesem dritten Account habe ich immer noch 3000 Starcoins. Und war noch am Überlegen, ob ich mir nicht doch eins dieser magischen Regenbogenpferde kaufe. Und letztendlich dachte ich mir, ich muss jetzt nicht auf jeden Account ein Regenbogenpferd haben. Die kommen sicherlich irgendwann wieder. Genauso wie diese neuen Pasapinos wiederkommen werden und genauso wie das Einhorn und der Schnee-Easy kommen werden. Das sind alles so Pferde, die kommen dann halt irgendwann wieder. Die sind ja nicht aus Spiel genommen. Ja. Mir dachte ich so bei mir, nein, du hast jetzt den dritten Account und ich wollte eigentlich, ich habe da bis jetzt, wie gesagt, nur mein Starterpferd. Ich habe da 3000 Starcoins oder 3100 Starcoins habe ich da. Und ich habe bis jetzt nur mein Starterpferd und nur die Sachen für meinen Charakter, die ich durch Quest bekommen habe oder meine Starter-Sachen. So, und jetzt bin ich gerade dabei, diese Hauptquest zu machen, damit ich das hinter mir habe. Dann kann ich mir nämlich, wenn ich hinter mir habe, die Hauptquest, kann ich ganz in Ruhe mir irgendwann, wenn die Mustangs reinkommen, im Juni werden die jetzt nicht reinkommen, aber ich denke mal im Juli werden sie reinkommen oder im August, dass ich mir dort eine hole. Und wie gesagt, ich kaufe mir dort auf meinen dritten Account erst ein Pferd, wenn die Mustangs reinkommen. Also der Mustang ist dort dann mein erstes richtiges Pferd. Also ich meine mit richtigen Pferd, das also kein Starterpferd, so wie das, was man am Anfang kriegt, das hat ja nun gar keine Werte. Ja, ich dachte, wenn ich so ein Abendvideo mache, dann rede ich ja leiser. Vielleicht gefällt euch das besser, als wenn ich mal so laut vor mir rumkrähe. Ich übe auch schon ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen süßer zu klingen. Ich möchte jetzt nicht zu lieblich klingen, weil jeder Mensch ist ja anders und ich habe ja auch keine so grandiose Stimme. Wie zum Beispiel die Tasty oder andere YouTuber. Und deshalb habe ich gedacht, die Stimme kannst du immer trainieren und auch das Sprechen. Wenn ich mir so meine Videos manchmal angucke, dann bin ich doch manchmal ganz stolz darauf, dass ich es geschafft habe, ordentlich zu sprechen. Und ja. Warum bleibst du stehen, Siri? Ja, die ist überwältigt von diesem goldenen Wald.
Ich hatte eigentlich gedacht, als ich zum ersten Mal durch diesen Wald geritten bin, dass jetzt irgendwas ganz Magisches passiert, dass irgendwie in eine Fee kommt oder irgendwas Magisches, ein magisches Pferd, irgendwie was. War dann doch sehr schnell enttäuscht, dass es eben nicht so war. Ja. Also ich muss sagen, an manchen Stellen, Moment, meine Kopfhörer. Also ich muss sagen, an manchen Stellen, was so die ganzen Gebiete angeht, so einige Gebiete hat Starship schon sehr schön gemacht. Zum Beispiel den Wald dort oben, ne? Ich finde hier immer noch, dass die Araber hier im Spiel einen sehr schönen Knackarsch haben. Ja, wie gesagt, ich wollte ja eigentlich mit Marzipan hier durch den Wald, aber das Problem war, ich habe kein ja, vernünftiges Outfit gehabt, was zu der Farbe gepasst hat. Und das, was ich da kaufen wollte, das war mir eindeutig zu teuer und dann habe ich gedacht, so, nee, so, das machst du nicht. Nicht für dieses eine Video, das machst du nicht. Also, ich habe bestimmt schon an die 700 Euro rausgeschmissen, nur für das, nur für Star Stable. Also, die Star Rider Karte. Nur für diesen Account hier. Wir sprechen mal von dem Account Ciri Space Garden. Weil bei anderen beiden Accounts habe ich ja noch, habe ich ja gar kein Geld reingesteckt. Außer mal 20 Euro in den dritten Account. Also in diesen Hauptaccount, den ich ja schon seit. Nein, eben nicht. Und diesen Hauptaccount, den habe ich ja seit Mai vorigen Jahres. Und was die Starcoins angehen, diese 10.000 Starcoins und die Starrider-Karte, ich denke mal, wir liegen da schon im Bereich zwischen 500 und 700 Euro. Ja, wenn auch 500 oder 600, vielleicht nicht ganz 700, aber so in der Grenze. Weil ich bin ja jetzt nicht jemand, der sich immer Starcoins kauft, wenn er keine mehr hat, sondern nur einmal im Monat. Und dann lege ich immer so, also 60 Euro gebe ich dann immer aus. Weil so. Aber mein Pferd hat einen magischen Moment gerade. Den müssen wir natürlich machen. 80 gibt es zum Anfang. Also ich glaube, je höher die XP ist, sagen wir mal, euer Pferd ist Level 14, desto höher ist die Zahl hier. Denke ich mir mal. Epic Royal döst ein wenig vor sich hin. Lass Epic Royal sich ausruhen. Kuschel dich an Epic Royal und mach ein Foto. Schlafende Pferde sind sowas von süß. Weck Epic Royal auf, damit es weitergehen kann. Nein, wir nehmen natürlich lass Epic Royal sich ausruhen. Mein Pferd frisst du nicht. Oben ist das Schloss. Also das erste von die erste, ich sag mal, das erste vernünftige Kleidungsstück, was ich auf meinen dritten Account gekauft habe, habe ich ist dieses bunte T-Shirt, was man beim Regenbogen-Event bekommt. Da muss man, glaube ich, 12 Marken dafür einsetzen. Und hier habe ich diese, jetzt nicht oben, aber ich habe hier im Schrank die Netzhandschuhe. Also ich bin jetzt nicht so der Typ Mensch, der ein ganzes Set kauft, was die ganz anderen Spieler gemacht haben. Und ich finde es auch schön, dass die so sich, also das ist halt eine Aufgabe, wenn du weißt, du willst das haben, ne, dann
Aber mir reicht es mal schon, wenn ich sehe, okay, ein, zwei Dinge. Jetzt zum Beispiel für mein Pferd habe ich einen Sattel gekauft, auf diesen Regenbogen-Dingsen, eine Satteldecke und ich glaube ein Zaumzeug oder so. Oder waren das Gamaschen? Ich weiß es gar nicht. Und mein Charakter selber hat bloß Handschuhe gekriegt, also die ist sehr leer ausgegangen. Ja. Guck mal, wie schön das ist, ne? Es gibt hier auch irgendwo. Eine Stelle. Wo. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Das ist so eine. Da schimmern irgendwie Pilze. Also ich glaube nicht, dass das hier hinten ist. Also diese Stelle schaltet man beim Trailritt frei. Das ist der Trailritt. Der Trailritt ist in der Hauptstory drin. Und dem muss der Charakter mit der Linda. Also ihr reitet dann halt diesen. Die machen alle Reiter und irgendwie ist es dann so, dass ihr den Figuren begegnet, wie Herrn Sanz zum Beispiel. Idris ist mit dabei. Ja, Herzchen, Herzchen, Idris. Ja, die Liebe wird aber weggehen von Ciri, weil sie wird ja am 20. November anders aussehen. Ja, ich habe halt mir so für meine Ciri so eine kleine Geschichte ausgedacht. Weil sie ist ja eigentlich so ein Mädchen, das aus der Großstadt kommt, in die Ferien hier bei den Pferden ist, mitkriegt, dass sie eigentlich ein ganz besonderer Mensch ist und dann sich irgendwann einen etwas älteren Mann verliebt. Und dieser Mann ist halt Idris. Dass sie dann auch weiß, dass der gefährlich ist, weil sie erst, als es um Concorde geht. Und. Uiuiui, ja, ne? Und, ja, wie gesagt, ich habe mir halt die Geschichte zwischen Ciri und Idris ausgedacht, weil ich den Charakter Idris so spannend fand. Der sieht nicht aus wie ein Bösewicht und man mag gar nicht glauben, dass er das ist. Das ist er aber gar nicht. Der macht halt nur ein bisschen schwarze Magie und ja, man muss ihn nicht so ernst nehmen. Ich habe mal früher sehr gerne Geschichten geschrieben. Ich habe mir einen Block genommen und habe, also einen Schreibblock und habe dort dann eben meine Gedanken aufgeschrieben. Und ich habe die mir auch immer durchgelesen. Und zum Beispiel mache ich das, bevor ich ein Video hochlade, gucke ich mir das auch mal an und muss manchmal selber über mich schmunzeln. Ja. Genau. Was ich mich gerade frage, warum man nicht zu dem Schloss da oben kann, das würde ich machen. Mich würde das wirklich mal interessieren, wie man dorthin kommt, ob man dort irgendwann mal hinkommt. Okay, da kommt man nicht lang. Ja, mehr Zeit. Das Video geht, wie gesagt, eine ganze Weile. Ich habe hier kein Zeitlimit jetzt, weil ein Abendvideo hat kein Zeitlimit. Nicht in meinen Augen, also für mich nicht. Ich könnte jetzt, ich weiß gar nicht, wollt ihr das suchen? Nein. Wollt ihr beim nächsten Mal, dass das Interface aus ist, dass das jetzt so aussieht beim Abendvideo? Oder soll ich das anlassen? Oder stört euch das gar nicht? Das könnt ihr ja mal schreiben. Weil für mich stört es ja auch nicht, aber
Ist ja immer so, ich frage gerne mal meine Community und so. Ich bin gerade etwas lauter geworden. Ich merke auch, wenn ich versuche leise zu sprechen, dass ich etwas orientierter, also etwas besser spreche, weil ich meine Wörter im Mund besser kontrollieren kann, wo ich sie hinwürfle. Das ist dieser Weg, den ich meinte bei diesem Trailritt. Da gehen wir jetzt mal lang. Ich finde die Pilze so schön. Ich habe leider die Musik ausgemacht, weil wie gesagt, ich hatte gerne die Musik drinne. Aber dann ist ja das Problem, dass man mich so schlecht hört. Und ich möchte auch keinen Ärger kriegen von Startable. Man kann sich dazu natürlich diese Rechte auch kaufen, das ist ganz klar. So, und hier ist wie gesagt dieser... Das ist jetzt nicht viel, aber ihr seht ja diese... Pilze. Und wir haben es gerade Nacht, das ist sehr schön hier. Mal gucken, dass wir nicht über die Pilze treten. So, und hier geht es dann durch. Und ich glaube, diejenigen unter euch, die das schon gemacht haben, die Quest, die wissen, dass jetzt auf an einem bestimmten Punkt. Finde ich auch sehr schön hier mit den leuchtenden Steinen. Das sind die Dinger, die unten, die aussehen wie kleine Maden. Das sind die Dinger, die beim Halloween-Festival überall liegen und schimmern. Jetzt ab einer bestimmten Stelle wird es dann dunkel und man ist in so einem schwarzen Raum und begegnet dann einer Frau, die sagt, ich bin du und du bist ich. Also sind wir die Wiedergeburt von Catherine? Ich weiß es nicht. Also wenn diese Frau, wenn die das wirklich Catherine war, dann wir können ja da schlecht, also wir sind wahrscheinlich die Wiedergeburt Aideen oder sowas in der Art. Also wenn ihr wisst, wenn ihr es richtig wisst, dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe mich mit sowas noch nie so wirklich beschäftigt, aber ich habe mir so gedacht, vielleicht sind wir ja die Wiedergeburt Aideens. Ne? Das kann ja alles sein. Ich sage jetzt auch hoch. Und das ist so schön dort. Der Weg entlang, die Pilze, die leuchten. Und da oben kommt der Baum vom Vogelscheuchenberg. Auch so einer der Quest, die ich nicht gerne gemacht habe. Ich habe, glaube ich, 4 Versuche gebraucht, um den goldenen Apfel zu bekommen, weil die Vogelscheuchen ja einen den Weg versperren. Und jetzt hier wieder dieser wunderschöne Wald. Also wirklich, manche Stellen sind wirklich wunderschön. Ich habe mir natürlich mal die ganze Zeit Gedanken gemacht vor der Aufnahme dieses Videos, wo ich das Video aufnehme. Ich wollte es erst in Hollywoods machen. Ist mir aber eingefallen, dass die Strecke, um dorthin zu reiten, etwas zu kurz ist für das Video. Mir ist auch Mannheim eingefallen. Und dann dachte ich, komm, nimmst du mal den Wald, der ist so schön und ja. Und ich wollte ja nicht immer auf dieser normalen Straße lang reiten und ein Video machen. Das ist ja auch so ein bisschen langweilig, denke ich mir mal. Und da dachte ich mir, nehmen wir mal irgendwas, wo in der Natur sind und... Das ist dann eben hier dieser Wald bei Golden Hill Valley.
finde den Araber so schön. Also der ist halt so richtig eine gelungene Mischung. Es kann sein, dass er bei euch ein bisschen dunkel rüberkommt, weil ich den Schwarzton also runtergeschraubt habe. Weil momentan mein Bild ein paar Probleme macht. Wir können ja mal ein bisschen steigen. Wartet mal. Ein Foto gemacht. Ich glaube, da oben waren wir schon, ne? Aber ist ja egal. Ja, kommen wir mal zu den neuen Charakter. Die kommen übernächste Woche am 20. Das ist ein Dienstag, weil am Mittwoch, wo eigentlich immer Update-Tag ist in Star Sable, da haben die ein Fest, das nennt sich Midsommar. Und dieses Midsommar-Fest, das ist dann so ein Tag, wo die nicht arbeiten müssen. Deshalb haben die das vorgeschoben. Also von mir aus hätten sie das, die neuen Charakter, auch noch so 2, 3 Jahre lassen können. Und mit den ganzen neuen Charakteren hätten sie wahrscheinlich noch vielleicht auch 3 Jahre warten können. Also ich finde das jetzt nicht so. Ich muss sagen, ich finde das nicht so, wie soll ich sagen, so wichtig. Ich finde nicht wichtig, dass sie rein müssen. Wichtig ist halt, dass das Spiel muss funktionieren. Und das ist eben das Problem, was Star Sable wahrscheinlich nicht versteht. Ups. Es gibt hier so ein Dings, das man freischalten kann, ne? Ein Tagebuch irgendwie. Da unten ist das Wesker Fischerdorf. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal hier ein Star Stable in Mavari gesehen habe. Ich wollte ihn unbedingt haben. Und ich habe diese Person auch gefragt, wo sie den her hat. Aber eine Antwort habe ich halt nicht gekriegt. Ne? Das ist ja meistens so. Man fragt und kriegt keine Antwort. Finde ich ein bisschen gemein. Ah, da hinten dieser Strudel. Da kommt ja auch irgendwann jetzt demnächst wieder, ich denke mal, ein Part. Wir haben ja jetzt alle Concord wieder, ne? Ich möchte ja den Spielern, die das jetzt noch nicht haben, nicht verraten. Deshalb rede ich jetzt auch nicht mehr weiter von dieser Sache. Aber es ist halt eine sehr schöne Quest. Ich hätte mir gewünscht, dass es dort eben mehr Pferde- und Spieler-XP gibt. Das war mir eindeutig zu wenig. Ich liebe einfach diese Gegend hier, die ist so wunderschön. Habt ihr irgendwelche Bereiche in Star Sable, wo er gerne langreitet, zum Beispiel Hollow Woods oder Manheim oder Redwood Point oder Dundul oder irgendwie eine ausgefallene Gegend wie was weiß ich in dieser. Na, es ist Pandoria. Hier ist rosaner Ding.
Also ich weiß, dass es da ein dass man da irgendwo Picknick machen kann. Also ich finde es schön, dass man, wenn man so einen Riss findet, dass man nach einfach so nach Pandoria kann. Aber man kommt halt nicht weit, weil ich glaube, das mit der Quest zusammenhängt. Also wie gesagt, ich habe ja die Quest alles hinter mir, bis auf die, die hier noch kommen. Übrigens, hier hinten ist eine Höhle. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet. Ist so ein schönes Bild. Ich glaube, hier Golden Hill Valley wird wahrscheinlich oder hoffe ich doch, dass es mal als nächstes eine Art Überholung bekommt, was jetzt so die, was so überhaupt dieses Ganze angeht. Also ich meine, die Farben der Häuser, die Grafik, die Textur dieser gesamten Gegend hier ist nicht ganz so schön und ich wünschte mir eigentlich eine Überarbeitung, eine Überholung dieser Gegend einfach mal so ein bisschen. Dass sie das Ganze mal ein bisschen aufhübschen, sag ich mal. Aus, wenn das mal ein Erdrutsch gewesen war. Und hier ist ein Weg, der führt nämlich irgendwie hoch und dann endet der da oben. Vielleicht gab es da mal einen Erdrutsch oder so. Vielleicht haben die das so gemacht, als wenn es aussieht wie so ein Erdrutsch. Geh mal durchs Wasser. Das ist so schön hier am Strand mit dem Wasser, wo man da einfach nur durchlaufen kann. Oh, wieder dieser wunderschöne Wald, ne? Ja, also auf diesem Account hier werde ich mir nur die noch diese Pferde, die Pferde kaufen, die demnächst komplett neu sind. Also das heißt das Dartmoor Pony und dann soll ja neben den Dartmoor Pony und den Mustang soll ja noch das KWPN kommen. Wahrscheinlich aber erst November, Dezember kommt das KWPN und also ich hätte mir den Hannoveraner und Oldenburger gewünscht, dass sie eine Überarbeitung bekommen. Und weil es gibt hier noch so ganz viele andere Rassen von Pferden, die man hier ins Spiel reinbringen kann. Wenn ich zum Beispiel mal daran denke, wie viele neue und junge Pferderassen es gibt, die erst seit kurzem als Pferderassen anerkannt sind, oder wie viele alte Pferderassen es gibt, von denen man bis jetzt noch nicht wusste. Zum Beispiel kennt ihr ein Weiß-Isabel-Zugpferd? Na, das Weiß-Isabel-Zugpferd, ich wusste auch nicht, dass es das gibt. Ich habe das durch Zufall auch erst gesehen. Oder das Irish Strouk, das ist ja auch so ein Kaltblüter, sind ja beides Kaltblüter. Der Irish Strouk und das Weiß Isabel Zugpferd. Und sehr große, kraftvolle Tiere auch. Die hätte ich mir zum Beispiel auch gern gewünscht. Zum Beispiel die Dohle hätte ich mir gewünscht hier in Star Sable. Oder
Was gibt's noch? Ich weiß gar nicht. Ich habe so viele Pferde im Kopf. Ich komme gar nicht mehr auf den Namen. Es sind einfach zu viele. Also ich bin jetzt auch, also ganz ehrlich, dass wenn ich jetzt hier abends noch ein Level machen würde, also ein paar Sprünge und Rennen, ich bin jetzt hier am Freitagabend, ich bin gar nicht mehr in der Verfassung dafür. Deswegen auch mal dieses Abendvideo. Oh, Entschuldigung. Okay, okay, okay. Es würde bei ihm... Also das hab ich ja, ne? Ja. Ne, das passt auch nicht. Oh, Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht... Das macht man nicht. Es ist auch so, das ist wirklich kein Spieler mehr hier, ne? Wir sind auch wirklich die einzigsten, die hier noch rumrennen. Das meinte ich, diesen fast zu roten Drakener, die mag ich nicht. Den hier würde ich mir gerne noch holen. Der sieht schön aus. Wobei ich natürlich mein Drakener aus der App, den ich habe, das ist so ein dreifarbiger, weiß, braun, schwarz ist der. Der ist natürlich sehr, sehr schön. Das ist mein Lieblingsdrakener. Nach Bumblebee natürlich. Bumblebee ist einzigartig für mich. Und natürlich noch die schwarzen Drakener. Ich bin halt so ein... Ich habe früher als Kind mochte ich Drakener. Ich fand die immer so schön. Und dann habe ich das englische Vollblut gesehen und dann war es um mich geschehen. Und seitdem sind die Drakener und die englischen Vollblüter meine Lieblingspferderassen. Und vor allem schwarze Pferde. Ich habe früher sehr viele Filme mit schwarzen Pferden geguckt. Also neben Pink und Pastellfarben ist natürlich Schwarz meine Lieblingsfarbe. Also weil zu Schwarz passt eigentlich alles. Du kannst zu Schwarz alles anziehen. Du musst ja jetzt keinen Kopf machen, ob zu den schwarzen T-Shirt in eine mintgrüne Hose passt oder... Und schwarze Pferde sind auch etwas schneller als helle Pferde. Also nur wenn die Pferde komplett schwarz sind, ne? Ich habe es irgendwo mal gelesen, aber ich habe den Kommentar nicht mehr. Ja, da wollte ich halt noch mal ansprechen, dass es ja auch mein zweiter Account, Mia Summer Garden. Es ist ja so, dass ich mal so Videos hochlade und dann bekomme ich... Ich weiß, dass ihr die Videos anguckt, das ist mir klar, aber ich habe das Gefühl... Ich meine, wenn ich jetzt hier ein Video von der Series Space Garden hochlade, dann kommen auch, Kommentare und... Meistens 5-6 Stück oder so oder mehr an der Zahl. Und bei der Mia Summer Garden oder bei meinem dritten Account ist das rein gar nicht der Fall. Ich weiß gar nicht, was da falsch ist. Vielleicht der Charakter, das Aussehen des Charakters oder... Ich habe das ja ins Leben gerufen, den Account Mia Summer Garden mit den Quests, weil ich... nicht das gleiche machen wollte wie die anderen YouTuber. Weil die anderen YouTuber, die Star Stable Let's Playen, die wollen nicht alle kopiert werden. Die wollen nicht, dass der das gleiche macht, Pferde kaufen,
Champi-Marathon und irgendwas anderes, Outfit-Challenge und so. Ich habe mir gedacht, ich bringe meine eigenen Ideen rein. Ja, ich habe mir noch nie diesen Text durchgelesen, was der Matrose da gesprochen hat. Die heißt einfach Matrose. Übrigens, habt ihr gewusst, dass es hier in Westkap-Fischerdorf zwei Friseure gibt? Es gibt zwei Friseure. Ich zeig die euch mal. Das ist durch Zufall passiert, als ich ein Video gemacht habe. Ich weiß aber jetzt nicht, ob ich es hochgeladen habe. Da muss ich. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Es ist ein sehr langes Video gewesen. Aber da oben irgendwo. Ja, da sieht er das. Da ist das. So, mal gucken, dass wir da irgendwie hochkommen. Jetzt hier rum. Und da müssen wir eigentlich hochkommen. Oder auch nicht. Dann verließen sie ihn. So. Ich wusste gar nicht, dass es zwei Friseure gibt. Ich dachte, es gibt immer nur einen Friseur hier auf diesem, ja, auf dieser kleinen Fischerinsel, sag ich mal. Und dann bin ich durch Zufall über diesen Friseur gestolpert. Da hängen die Socken. Na, nicht, dass die noch, Schweißbeine kriegen. Es gibt ja den dort, ne? Das ist ja der, den sieht man ja gleich, wenn man hier oben reinkommt. Dick und fett. Und dann gibt es halt noch einen zweiten Friseur. Der, wie gesagt, ich muss, glaube ich, mal gucken. Genau, da oben werden sie auch angezeigt jetzt. Das war ja früher, glaube ich, gar nicht der Fall. Jetzt werden die mit einem pinken Zeichen angezeigt. Und ich habe da so gar nicht so auf den Kopf, was sie guckt. Und dann gucke ich so, reite hier lang, weil ich ja das Video beenden wollte. Und dann steht da Friseur. Und ich gehe noch mal rein. Ich zeige euch das mal. Ich war, wie gesagt, bei einem anderen Account da unterwegs. Und genau. Das ist ein Piratenfriseur. Also der andere ist normal und der halt. Und genau, hier ist dieser blaue Lippenstift. Was mir immer noch nicht gefällt, ist dieser rote Lippenstift überall. Frisur. Also ich werde jetzt keine Frisuren kaufen. Nicht jetzt, wo die neuen Charaktere rauskommen. Das würde keinen Sinn machen. Das sieht ja natürlich auch schön aus, ne? Sind wir ganz ehrlich. Sie hat jetzt so ein bisschen dunkles Make-up oben. Und dazu diese dunklen Haare. Das sieht schon schön aus. Aber ich finde den Look halt besser. Also ich weiß gar nicht. Die finde ich natürlich auch schön, aber die Texturen sind so ein bisschen Matschepampe. Wir machen uns auf den Heimweg. Ja, alles hat ein Ende. Auch dieses Video. Wir reiten dem Licht entgegen.
ist noch mal so ein schöner Ausblick auf das Ganze da unten. Dann reiten wir ganz gemächlich unten lang. Wir sind bei knapp 48 Minuten, also das wird schon wieder etwas längeres Video. Ich habe aber auch gesagt, dass ich hier keine Zeitangaben habe, wie lange das Video gehen soll. Normalerweise könnte ich jetzt einfach hier so stehen bleiben und mich von euch verabschieden. Aber ihr wisst ja, das bitte ich nicht. Ich bin ein Mensch, der sich hier mal einen sehr schönen Ort zum Verabschieden aussucht. Und das mache ich auch, auch wenn ich dafür ein bisschen länger die Minuten in die Länge ziehe von diesem Video. Aber ja, gucken, dass man nicht den Mann umrennt hier. Der schwingt aber ganz schön, der Popos, ne? Links, rechts, rechts, links. Ist ein wunderschönes Tier. Auch wenn sie ein bisschen überzüchtet sind. Nein, ich verabschiede mich natürlich nicht an der Bushaltestelle, sondern beim Wald. Da, wo ich euch begrüßt habe, da verabschiede mich von euch natürlich nicht direkt am selben Fleck, aber im wunderschönen Wald. Ich versuche natürlich meine Videos immer meine eigenen Kreativitäten reinzubringen. Und meine eigenen Ideen. Ich finde es schön, dass ihr als Community immer sagt, hier das und das kannst du ja mal machen, aber bitte keine, ja, wie soll ich sagen, keine Ideen, die ihr von anderen YouTubern gesehen habt. Wie zum Beispiel, hey, die macht das und das mit dem Glücksrad. Das macht ja geschlagen jeder und ich möchte das nicht. Ich möchte keine anderen Stars hier bei YouTuber kopieren, weil sonst gibt es nämlich Hate unter den Leuten von dem YouTuber und unter unseren, also beziehungsweise unter meinen Videos und dann wird gesagt, hier, hey, du hast ihn kopiert und so und das ist nicht in Ordnung und du hast keine Ideen, also es wird dann schon ein bisschen heftig, sag ich mal, und deswegen möchte ich gerne meine eigenen Ideen in das Video bringen oder in die Videos, die ich mache. Das wäre, glaube ich, doch derselbe Fleck, aber es ist ja egal, ne? Eine Sonnenblume im Wald. Ich wusste gar nicht, dass im Wald Sonnenblumen wachsen. So. Und auch wenn ich jetzt ein paar Minuten dazu bekommen habe, schon fast 50 Minuten sind, möchte ich mich hier trotzdem von euch verabschieden. Erstmal entschuldige ich mich dafür, dass das Video so lang ging. Aber fürs Zweite ist es so, dass ich gesagt habe, dass ich keine Zeitangaben habe. Ich hoffe, euch hat das etwas ruhigere Video von mir gefallen. Und wenn ihr noch eins haben möchtet, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Und vielleicht sollten wir beim nächsten Abendvideo ein bisschen leveln, weil Shoppen ist momentan schlecht bei mir. Die nächsten 10.000 Starcoins möchte ich gerne auf meinen dritten Account haben. Das heißt, dieser Account, Series Space Garden, wird demnächst keine Starcoins kriegen. Also wahrscheinlich erst im August wieder, weil ich habe auch keine Ideen, was ich so an Pferden kaufen soll. Vielleicht noch. Ich habe so viele Pferde, dass ich nicht mehr weiß, was ich wie machen soll. Aber
Ich weiß, was ich jetzt mache, und zwar werde ich mich von euch verabschieden und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Und vielleicht ist hier heute auf der Reihe, dass er mal winken tut. Ich verabschiede mich von euch und sag auf Wiedersehen. Tschüss.